Digga, Chat, wisst ihr, was es für eine lustige Geschichte von Adam gibt? Erzähl mal die Story von, wo du vor Club warst. Also, Adam war feiern und ich habe denen ein Trikot von mir vorbeigebracht und er ist zurückgelaufen zum Club mit einem Sommertrikot, mit Pullovita-Welt und was noch? Bro, ich hab Haarspray. Haarspray und so. Und auf einmal war er vor der Tür. Ja. Und jetzt erzähl du weiter. Bro. So, boah, er hält mich an, er macht so und ich sag, was, Bruder, Bruder, er sagt, wo willst du hin? Ich sag, ich will rein. Er sagt, nein. Ich sag, wie, ich mach so. Er sagt, es gibt keine Stelle, verpiss dich. Ich geh weg und ich stell mich so neben ihn. Bruder, ich will gerade was sagen. Er sagt, atme mich so ins Gesicht. Ich sag, Bruder, ich hab Asthma. Atme sagen. Er hat Asthma, weil er so viel Angst hatte. Bro, er sagt, ja, dann verpiss dich, dann hast du jetzt echt nichts zu suchen. Da stand einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ich stand eine halbe Stunde so, ich hab auf Kollegen gewartet, Bruder, ich stand so, der stand vor mir. Der hat einfach zu ihm gesagt, wo er gesagt hat, ich hab Asthma, ja, dann verpiss dich, hier hast du erst recht nichts zu suchen. Bruder, ich bin wie ein Hasen gegangen, oder so. Macht man nicht. An alle Türsteher? Macht man eigentlich nicht. Das macht man nicht. Er wollte eigentlich nur im Club und wurde beleidigt.